Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige euch heute eine Paprika-Buttermilchsuppe. Wir starten einfach mal direkt mit unserer roten Paprika. Ihr könntet natürlich auch eine andersfarbige nehmen. Ich finde aber, die rote Paprika schmeckt am besten und außerdem hat die Suppe dann hinterher eine schöne Farbe. Was wir nicht haben wollen, ist die Schale der Paprika. Die schmeckt nämlich erstens bitter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde sie nicht besonders lecker. Deswegen schälen wir die Paprika, zumindest zum Großteil. Das kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen machen. Entweder oder sogar auf drei verschiedene Arten. Entweder wir geben die in den Backofen, bis die Haut abplatzt, dann können wir die so abziehen, das ist ganz gut. Oder wir geben sie in heißes Wasser. Wir machen heute die Variante mit dem Sparschäler, weil die kennt ihr vielleicht noch nicht. Ich zeige euch einmal, wie es geht. Als erstes schneiden wir die Paprika oben und unten ab. Legen das erstmal zur Seite, das hier ist Abfall. Jetzt gehen wir hier rein und schneiden die Paprika ein und können dann so hier entlang gehen und das Kerngehäuse rausnehmen. Zack, haben wir Abfall. Dann haben wir nämlich eine schöne glatte Fläche, ne, von einem durch. Und das ganze Weiß ist weg. Jetzt gucken wir, wo hier diese Einbuchtungen sind, ne, da und da, und schneiden genau an den Stellen ein. Ja, so. Damit wir die nämlich gut schälen können. An diesen Einbuchtungen kommt man nämlich sehr schlecht rein. Jetzt nehmen wir den Schäler, ja, am besten so einen Sparschäler. Ob ihr jetzt so einen nehmt oder einen anderen, ist eigentlich egal. Nehmt das, was euch am besten liegt. Und wenn wir jetzt versuchen, hier so zu schälen, dann passiert überhaupt gar nichts, weil wir nicht da durchkommen. Deswegen müssen wir hier oben an der Kante ansetzen. Deswegen haben wir uns die Paprika auch schön in diese Form gebracht. Setzen oben an der Kante an und mit so einer leichten Hin- und Herbewegung schälen wir dann die Paprika runter. So, dass möglichst die ganze Schale ab ist. Das machen wir dann mit der ganzen Paprika. Kleiner Tipp am Rande: Die Paprikaschale ist für Allergiker das, was die nicht vertragen. Das heißt, wenn ihr die Schale abnimmt, dann vertragen die meisten, die auf Paprika reagieren, die Paprika eigentlich ganz gut. Und auch für unser Verdauungssystem ist diese Schale nicht so besonders gut. Natürlich kommt der ein oder andere jetzt wieder damit, dass da die meisten Vitamine drin stecken. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht schreibt ihr mir das einfach mal in die Kommentare und sagt mir, ob wirklich fundiert so viele Vitamine in der Schale stecken, ob das richtig ist. Von dem Deckel und von dem Boden versuchen wir so ein bisschen die Schale abzukriegen. Allerdings wird das sehr schwierig sein, weil da haben wir diese Einbuchtung. Macht aber gar nichts, ne? Entweder wenn ihr es ganz fein habt, dann lasst ihr die halt beiseite und schneidet die kleinen, macht die über euren Salat hinterher drüber, ne? Also kann man auch mitessen. In der Küche ist das immer das Personalessen übrigens, also in der gehobenen Küche, weil da wird die Paprika immer geschält. Wir schneiden die einfach mit rein und geben die auch mit in die Suppe. Dann haben wir zwar ein bisschen Schale drin, aber die meiste Paprika ist halt geschält und das ist ganz wichtig, dass es nicht so bitter wird. Wenn wir die Paprika geschält haben, zerkleinern wir die grob. Karotte, Sellerie und Zwiebel schneiden wir in gleichmäßig große Stücke. Jetzt kommen die Kartoffeln dran. Die schälen wir und schneiden die auch in grobe Würfel, geben sie aber in einen separaten Behälter, weil die kommen erst später in die Suppe. Unsere beiden Zehen Knoblauch schälen wir auch und zerkleinern die grob. So, Gemüse ist geschnitten, Kartoffeln sind geschnitten, Paprika sind geschnitten. Und jetzt fangen wir natürlich an mit unserem Röstgemüse. Das rösten wir jetzt ein bisschen. Also Karotte, Sellerie, Zwiebel und Knoblauch rösten wir ein bisschen an, damit das hinterher auch einen leckeren Geschmack gibt. Und ich nehme dafür etwas Olivenöl. Da müsst ihr aber aufpassen, lasst es nicht zu heiß werden. Aber so ein bisschen zum Anrösten funktioniert das ganz gut. Damit bedecken wir dann den Boden des Topfes ordentlich. Kann noch ein bisschen mehr rein, schmeckt lecker. Dann kommt das Gemüse in den Topf. Wir lassen es etwas Farbe nehmen. Das riecht auf jeden Fall schon sehr gut. Wenn das Gemüse ein wenig braun ist, geben wir die Kartoffeln und die Paprika dazu. Und dünsten das Ganze auch noch ein bisschen mit an. Dann geben wir 2 Liter Gemüsefond hinzu. Ne, ihr wisst ja, wie es geht. Jetzt warten wir, bis das Ganze schön kocht und lassen es ein bisschen köcheln. Ich denke mal so 10 bis 20 Minuten, bis die Paprika und das restliche Gemüse schön weich ist.
damit wir das Ganze pürieren können. Wir können schon mal eine Prise Salz und ganz wenig Zucker dran tun. Zucker rundet das so ein bisschen ab und hebt auch den natürlichen Geschmack hervor. Wer jetzt natürlich so ganz clean sich ernähren möchte, der verzichtet auf den Zucker. Macht auch keinen großen Unterschied. Okay, wenn das Ganze schön weich gekocht ist, dann nehmen wir unsere Buttermilch, schütteln die einmal gut und geben die dazu. Buttermilch nehmen wir als Ersatz für herkömmliche Sahne, ist auf jeden Fall deutlich kalorienärmer, ne? Hat nur 1% Fett und reich an Eiweiß, ne? Also eine schöne Alternative, gibt noch so eine leichte Säure, die ganz gut zu der Paprika passt und das Ganze pürieren wir jetzt. Wenn alles püriert ist, würde ich sagen, schmecken wir mal ab, ne? Ganz wichtig, immer probieren. Ist sehr lecker. Also ihr könntet jetzt noch ein bisschen Salz, Zucker oder Pfeffer hinzugeben. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Pfeffer rein, könnte noch ein bisschen schärfer sein. Ihr könnt natürlich auch alternativ, was sehr gut dazu passt, ein bisschen Chili mit reingeben, ne? Also dann auch vorher mit anrösten, wenn ihr es halt ein bisschen schärfer haben möchtet. Ich gebe ein bisschen Pfeffer rein, püriere das Ganze nochmal kurz. Ja, sehr lecker, so soll es sein. Das ist unsere Paprika-Buttermilchsuppe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis dahin, euer Sven und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke aktivieren.